Pardon? Kann ich helfen? Ja, grüß dich. Ich bin hier für einen Infotag für die Studiengänge Konservierung und Restaurierung. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Ja, also der Ort ist der richtige. Ja. Andreas Buder, mein Name. Freue mich, Mila. Studiengangsleiter, hallo. Im Fachbereich Konservierung. Ja. Aber ich glaube, du bist genau einen Tag zu früh. Der Infotag ist morgen am Mittwoch. Okay. Da steht es, Mittwoch. Oh, Scheiße. Ah, oh, jetzt bin ich extra da hergekommen und habe vielleicht noch. Ja. Das ist ja. Ein bisschen blöd. Was machen wir? Also, folgender Vorschlag vielleicht. Ich habe ein paar Minuten bis zu meinem nächsten Termin. Ja. Ich könnte dir vielleicht ganz kurz erzählen, wie der Fachbereich aufgestellt ist. Ja, das wäre super. Fange ich mal ganz grob an. Wenn man Konservierung, Restaurierung studiert in der Schweiz, dann studiert man das in einem Swiss Conservation Restoration Campus. Okay. Das ist ein total cooles Gerüst von 4 Standorten, insgesamt 200 Studierenden in der gesamten Schweiz verteilt. Ja. Und wir sind der Standort mit den meisten Vertiefungsrichtungen. Es gibt insgesamt 8 Stück im Campus. Das bedeutet, hier in Bern haben wir 4 sogenannte Major-Programme. Gemälde, Skulptur, das ist so der traditionellste Bereich. Den denkmalpflegerischen Bereich haben wir hier, Architektur und Ausstattung. Mhm. Wir haben einen spannenden Bereich, moderne Materialien und Medien. Und fast unser größter Bereich ist Grafik, Schriftgut und Fotografie. 50% der Ausbildungszeit der Studierenden wird in unseren Ateliers verbracht. Also Praxis. Praxisanteile, genau. Und da ist das Besondere, dass wir nicht an Dummies ausbilden, sondern an Originalkunstwerken, die wir hier in den Spezialisierungsateliers haben. Und jetzt kommt mir eine ganz verrückte Idee, weil ich muss unbedingt zu meinem Termin jetzt. Ja. Wir haben pro Vertiefungsrichtung ein Atelier. Ja. Und vielleicht könntest du so einen selbstständigen kleinen Rundgang durch diese Ateliers machen. Ja. Da gibt es echt, macht dann ein Student oder eine Studentin auf, die dir gerne ein Projekt vielleicht zeigt. Ja, also wenn das möglich wäre, das wäre super. Das können wir einrichten. Perfekt. Ja, ja? Okay. Sehr gerne. Dann los. Ja. Ich bin Mila. Der Andreas, euer Studiengangsleiter, hat mich hierher geschickt. Mhm. Ich darf mal ein bisschen schauen, was ihr da so macht. Ja, natürlich. Komm nur. Merci. Und was machst du gerade im Moment? Ich bin das Semester an einer Videoinstallation dran von einem Berner Künstler. Es geht um das Werk in der Mitte. Mhm. Wir haben zusammen mit dem Künstler verschiedene Abspielmöglichkeiten getestet und verschiedene Monitore getestet. Okay. Und so ein bisschen ein Erhaltungskonzept ausgearbeitet. Mhm. Und über die Zukunft von dem Werk, über die Ausstellungsmöglichkeiten. Und das ist mit ihm selber, hast du das wirklich zusammen geschafft? Genau, ja. Okay. Das ist so ein bisschen der Vorteil vom MMM, dass viele Künstler oder die meisten eigentlich noch leben, noch leben. Und dass man das mit ihnen kann zusammen. Okay, also schafft man wirklich oft so mit denen zusammen oder so? Ja, also man tut sie sicher oft interviewen und beiziehen und ihre Meinungen nach ihren Meinungen fragen. Okay, okay. Aber ist es so, dass dieser Bereich hier wirklich vor allem digital arbeitet? Nein. Also immer am Computer oder nicht? Nein, überhaupt gar nicht. Also du bist ja im Atelier für moderne Medien und Materialien. Ja. Und das heisst, es wird auch viel mit Kunststoff gearbeitet. Also es ist sehr, sehr eine vielfältige Vertiefungsrichtung. Wir haben viel mit Medien, was schon sehr eine vielfältige Richtung ist. Ja. Und dann noch verschiedene Materialien. Und es geht eigentlich um zeitgenössische Kunst. Mhm. Also sehr abwechslungsreich. Mhm. Ja, gut. Also dann lasse ich dich weiterarbeiten. Dann gehe ich mal noch weiter. Merci vielmals. Danke. Tschüss. Tschüss. Hallo! Hallo! Hey, mir ist erlaubt worden, da mal reinzuschauen. Ja. Ich will mal schauen, was du machen willst. Ich mache Rissschließung. Ja. Und ich füge die einzelnen Fäden der Leinwand wieder zusammen. Das muss man nicht mehr sättig sehen. Genau. Kannst gerne mal durchschauen. Ja, mega gerne. Ist sehr spannend. Okay. Darf ich einfach nie nachkommen, oder muss ich? Bald passiert nichts. Ich sehe gar nichts. Ah ja, oh mein Gott! Ja. Und du siehst, den Riss und die einzelnen Fäden sind so auseinandergezogen. Ja, ja. Und die führe ich wieder zusammen. Jetzt mit diesem kleinen Zeug tust du das zusammen? Jesus Gott. Aber es gibt nicht eine Art, wie man das jetzt richtig zusammentut. Eben du musst nicht. Immer individuell. Ich habe mich mehrere Monate damit beschäftigt, wie man es am besten schließen kann. Und habe mich jetzt für die Möglichkeit entschieden. Jetzt für das Bild bist du jetzt genau. Da.
Okay, gut. Ja, dann wollte ich dich nicht länger aufhalten, wenn du das nochmal noch nicht brauchst. Dann gehe ich mal weiter. Hey, ja. Mega cool. Merci vielmals für das Zeigen. Tschüss. Sorry, seid ihr vor Vertiefung Architektur? Ist das hier? Genau, ja. Architektur, super. Was macht ihr gut? Wir schauen gerade, ob es Bereiche gibt im Modell, die man notsichern muss. Ja. Was ist das denn für ein Modell? Das ist ein Architekturmodell, also ein Innenraummodell von der Schweizerischen Nationalbank von 1908. Also wir sind gerade hier zur Untersuchung. Ja. Hier in dem Inneren sieht man so verschieden ausgearbeitete Ornamentik. Mhm. Willst du mal schauen? Ja, ja. Ah, ja, ich sehe es. Ah, jetzt sind so ganz kleine Fäden. Ja, gut. Hey, cool. Ist es so, dass ihr oft im Atelier arbeitet? Oder wie läuft das? Nein, da hast du eigentlich Glück, dass du hier jemanden antriffst. Ja. In der Regel sind wir eigentlich unterwegs auf einer Baustelle in einer Kirche. Okay. Oder an öffentlichen Kunstwerken. Ja. Also wirklich viel unterwegs, irgendwo sonst. Okay. Ja gut, also, dann lasse ich euch noch etwas weiterarbeiten. Merci. Tschüss zusammen. Ciao. Gleichfalls. Hallo. Hallo. Bin ich da richtig bei Grafik, Schriftgut und Fotografie? Genau, das ist richtig. Kenne gut. Jesus, von wann ist das Buch? Von 1478. 1478? Genau. Okay. Und richtig. Du darfst jetzt einfach daran arbeiten, oder was? Das ist die Idee, ja. Was machst du damit? Das ist jetzt der Holzdeckel, der relativ stark befallen ist von Wurmfraß. Mhm. Und da habe ich jetzt eine Kittung gemacht. Die Idee ist, dass man das Buch wieder brauchen kann, dass man drin wieder lesen kann. Und dann muss man auch anders intervenieren. Mhm. Darf ich auch mal blättern? Oder mache ich etwas kaputt? Nee. Da kann man eigentlich nicht viel gut machen. Das ist krass. In einem so einem guten Zustand. Schon, das ist jetzt ein mega guter Zustand. Der Buchblock okay, ist gut. In einem guten Zustand. Ja, Einband, ja. Darum ist sie eigentlich da. Okay. Das ist alles noch von Hand geschrieben, he? Genau. Und was macht der Schüssner Alben noch so in dieser Spezialisierung jetzt? Also nicht nur Bücher, sondern auch, wie es der Name selbst sagt, immer Grafiken und auch Fotografien konservieren. Das ist alles so spannend. Ich war vorher bei den anderen Spezialisierungen auch noch gewesen, und in die habe ich so das Gefühl, ich konnte mich gar nicht auf eine Richtung entscheiden. Hab Sorge zu diesem heiligen Buch. Ja, die machen. Vielleicht bis in einem Jahr. Tschüss, merci. Mach's gut. Ciao. Hallo Mila, du bist ja immer noch da. Ja, ich habe jedes Atelier jetzt gesehen. Die haben mir, eure Studenten sind so cool. Sie haben mir alles erklärt, dass Sachen können anschauen. Ja. Also, ich brauche morgen definitiv nicht mehr zu kommen. Ich glaube, ich weiß jetzt alles. Ich bin voller Eindruck. Aber vor allem weiss ich jetzt gar nicht, was ich studieren will. Also, Grundstudium, Konservierung, okay. Und er muss ich mal schauen, keine Ahnung. Aber es interessiert mich so sehr, es ist so spannend. Okay. Ich war wirklich mega cool. Ja. Merci viel, super, vielmals. Das freut mich. Ja, so cool. Umsonst gekommen. Ja, ich glaube, wir haben den gleichen Weg, ja, oder? Super. Ja, super. Okay. Auf ja, erzähl mal, was hast du? Ja, also jetzt gerade vorhin sind wir gerade noch bei diesem Buch gesehen. Also, stehe ich jetzt.